Okay. For Thai style. Is it too spicy? Mm. Look, cheers. Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem Flight Report Nummer. Ich bin in Kuala Lumpur und heute geht es für mich mit der Thai Airways nach Bangkok, was für ein Zufall, und zwar in einer neuen Boeing 777-300ER. Ich bin sehr gespannt, wie denn die Business Class, ist eine neue Business Class da drin so sein wird, wie der Service wird auf diesem recht kurzen Flug, ja, und wie das Flugzeug so ist, gleich nach dem Intro. Thai Airways hat eine eigene Lounge hier in Kuala Lumpur und ich habe Glück, wir sind die einzigen hier drin. Also ich kann mich hier frei bedienen, aber außer einem Problem gibt es hier. Es gibt kein Wasser, das heißt Toiletten nur außerhalb. Aber egal, dafür bin ich alleine hier. Ja, so ganz so neu ist diese Business Class doch wieder nicht. Ich habe was ganz Neueres erwartet, weil die Maschine ist ja erst 3 Jahre alt. Aber man merkt schon ganz klar, Abnutzung ist hier ziemlich stark schon an den Sitzen. Okay, das liegt vielleicht auch an den Sitzen selbst. Ansonsten ist die Kabine und auch der Sitz doch recht, ja, positiv, sage ich mal. Es ist eine 1-2-1er-Konfiguration und die Sitze an dem Fenster sind auch noch so teilweise versetzt. Ich bin direkt am Fenster, Dominik sitzt ein quasi versetzt vom Fenster. Ja, mal schauen, so wie der Flug so wird. Thank you so much. So, ich bin gerade mal reingekommen. Ich sitze vielleicht 5 Minuten hier und was steht da rechts neben mir? Ha, der Champagner. Auf einen guten Flug. Cheers. Die Business Class ist in 2 Kabinen aufgeteilt. Ich sitze hier in der hinteren und das ist wohl ein Fehler. Die ganze Eco muss bei mir jetzt durchlaufen. Besser, ich buche das nächste Mal in der vorderen Kabine. Und das heiße Tuch darf natürlich auch nicht fehlen. Es ist nicht super heiß, aber dafür ist eine ziemlich gute Qualität hier mit dem Thai-Logo drauf. Es ist ziemlich feucht und damit kann ich mir wunderbar die Hände sauber machen. Das ist ja ein bisschen unbequem hier. Ist ja auch noch so ein Racing-Gurt. Ich glaube, ich locker den mal eben. Ha, das ist auch viel angenehmer. Kennt ihr das? Ihr seid im Startvorgang, die Turbinen geben Vollgas. Auf einmal hörst du nichts mehr. Die Turbinen sind wie aus. Du denkst, oh Gott, jetzt geht's abwärts. Aber ich denke, das wird eine bestimmte Funktion haben. Wenn du es weißt, schreib mir in den Kommentaren, was es ist. Danke. Ich habe ja wieder Glück. Die ganze Kabine ist bis auf ein einziger noch für uns alleine hier. Das heißt, ich habe viel, viel Platz, mich hier auszubreiten und euch mal die Kabine und auch den Sitz näher zu bringen. Wenn ich also zu meinem Sitz komme, habe ich ja diese Sitze hier, die sind so ähnlich wie die auch in der Air Berlin Maschine verbauten Sitze. Und an meinem Platz ist wie immer das schöne Kissen. Hier von Thai Airways ist auch sehr flauschig und groß. Und die Decke. Ja, die finde ich ja cool, die würde ich ja auch gerne mitnehmen. Toll. Ein Thai-Logo. Und riesig.
Dominik hat gerade ein Foto gemacht, habt das gesehen, das ist eine 360-Grad-Kamera. Dafür, das macht er quasi für unsere Webseite, macht er nochmal ein extra Blatt vor in schriftlicher Form und mit viel, viel mehr Fotos und auch, wie gesagt, diesem 360-Grad-Foto. Außerdem ist an meinem Platz noch das Headphone. Das ist gar nicht so schlecht von Thai Airways. Es ist, sieht ganz cool aus. Es ist natürlich Noise Cancelling und macht einen extrem hochwertigen Eindruck. Die Thai-Ansprache läuft gerade. Ich mache mal ein bisschen dunkler hier, damit ihr mich besser seht. Das ist ja nur ein 2-Stunden-Flug übrigens, ne, von Kuala Lumpur nach Bangkok. Aber es gibt eine vollwertige Menükarte, okay, mit einem Einleger hier. Das ist Champagner, gibt es übrigens auch, habt ihr das schon gesehen. Dann zwei verschiedene Weißweine, zwei Rotweine, Dessertwein und natürlich verschiedene Softdrinks und Liqueurs. Das hier ist die Menükarte. Als Vorspeise gibt es ein Smoked Salad. Smoked Salmon Salad, ja, cool. Und das finde ich auch cool. Du kannst zwei verschiedene Thai-Speisen aussuchen und zwei verschiedene Western-Speisen, also westliche Speisen. Das nehme ich natürlich nicht, denn ich mag ja ganz gerne Thai, habe mir das Chicken in Green Curry bestellt. Der Thai Airways Pilot spricht sogar Deutsch und wir sind außerhalb von Europa. Ich weiß, macht er das so wegen uns? Das ist ja Wahnsinn. Es ist so lustig, ein Thai zuzuhören, wenn er Deutsch spricht. Nachmittag. Aber er spricht sehr gut Deutsch. Salted Peanuts. Wisst ihr, für was das ist? Für Instagram. Da mache ich ab und zu mal ein paar Fotos. Nicht nur aus dem Flugzeug, sondern im Flugzeug und auch quasi, wo wir halt auch mal alles sind, in den Hotels und so. Ich verlinke es unten in der Videobeschreibung, meine Seite. Und ich bin auch bei Twitter, ich bin auch bei Facebook, aber die meisten Fotos poste ich bei Instagram. Ich will jetzt nicht unbedingt einen Film schauen, aber ich will mal gucken, wie das Multimedia-System hier ist. Bedienen kann ich es mit diesem Teil hier, auch etwas oldschool. Kenne ich noch aus den alten Maschinen mit Durchziehen einer Kreditkarte. Ja, guck mal. Drücken wir mal auf das Home-Symbol. Schon bin ich im Hauptbereich. Ja, da gibt es eine ganze Menge zur Auswahl. Habe ich vorhin schon ein bisschen gesehen. Einiges gibt es, allerdings nicht ganz so viele in Deutsch. Aber ist ja normal, wir sind ja auch außerhalb von Europa unterwegs. Das einzige Highlight war ja der deutschsprachige Captain hier, aber das Multimedia-System, also die Auswahl an deutschen Filmen, ist doch eher gering. Wow! Cool. Can I start with the set? Like in-room dining, 5-star hotel. Yeah, it's a 5-star hotel. Thank you. Da hat sie vollkommen recht. 5-Star-Dining im Hotel. So sieht's aus. Cool. Das ist dann der Salmon-Salat, der kalte. Da ist schon das Dessert, ein Cheesecake, Früchteplatte. Und das ist das Interessante. Das wird hier süßer Reis sein und einmal grünes Chicken Curry und Fischsoße. Scharf. Oh mein Gott. Oh. Is it too spicy? Mm. Like yes, it? I like it, but I only try the salmon now. Wahnsinn! Ich bin total begeistert vom Thai, im Service, im Essen. Wow! Das ist nur ein 2-Stunden-Flug. Und das hier rechts ist übrigens nicht einfach nur grünes Zeug, sondern das Wasserspinat, typisch Thai, was normalerweise noch im Wok gebraten wird. Hier ist nicht so, hier ist es einfach gedünstet oder gekocht. Schmeckt aber trotzdem lecker. Oh, cool. Oh ja, hier. I'm now here. Is this iced tea? Oh, it's a small purple flower. Okay. For Thai style, like. It smells really good. Yes. Thank you. Lovely. Oh, ein Thai. Blauer Tee, ich habe keine Ahnung, was jetzt gesagt hat, aber egal.
Oh, schmeckt furchtbar süß, aber lecker. Dann testen wir mal, ob sich dieser Sitz hier in eine gerade Liegefläche verwandeln lässt. Ich habe hier schon mal eine Decke, die brauche ich ja gleich. Das Bedienpanel ist hier. Oh, es knarrt ein wenig, aber es ist eine gerade Liegefläche. Es ist ein bisschen eng, muss ich sagen. Meine Füße sind sehr eingeengt und wenn du größer als 1,80 bist, hast du hier schon ein Problem, denn ich stoße vorne an und hinten habe ich auch nicht mehr viel Platz. Ich finde ja den Gangplatz auch recht angenehm, auch wenn er jetzt nicht direkt am Fenster ist. Ich komme super gut hier in meinen Sitz rein und habe auch hier den recht tollen Tisch, sehr variabel. Gut, der lässt sich jetzt nicht ausstellen und vergrößern, aber ich kann ihn so verschieben und kann wunderbar meinen Platz verlassen, ohne dass ich den ganzen Tisch abräumen muss. Leider gibt es auf diesem Flug, weil es nur 2 Stunden sind, kein Amenity-Kit. Das werde ich hoffentlich im nächsten Flug dann bekommen. Das geht nämlich dann nach Dubai, 6 Stunden lang im A330. Ja, da wird es mit Sicherheit eins geben. Und dann werde ich euch mal wieder zeigen, was da so drin ist. Und aufpassen, bei Instagram ab und zu verschenke ich ja mal eins, mache Gewinnspiele. Also immer schön dabei sein. Die sind einfach wunderbar. Überall sind die kleinen Orchideen verpackt und sie geben sich richtig Mühe bei der Dekoration. Oh, was haben wir denn hier? Thai-Parfüm. Riecht sogar ganz nett. Der Captain hat mir eine Nachricht hinterlassen, wie toll. Wir haben extra ihm mal gesagt, wie toll er doch Deutsch gesprochen hat und dass wir den Service hier an Bord so toll fanden. Und was kriegen wir als Dankeschön? Eine handschriftliche Karte von ihm auf Deutsch, übrigens auch sehr gut. Das finde ich ziemlich cool. Oh, hier, the honeymoon seats übrigens. Also für Couples ist der hier in der Mitte perfekt. Kann man sehr nah nebeneinander sitzen, so nebenbei mal gesagt. Ansonsten, Dominik macht Späße, ansonsten kannst du immer als Alleinreisende die Fensterplätze ohne Sorge nehmen. So, das war bereits mein 2-Stunden-Flug hier, die Experience mit Thai Airways in der Boeing 777-300ER. Es war ein echt wundervoller Flug, es gab sehr leckeres Essen, die Crew war wirklich entspannt und zuvorkommend, super nett, super freundlich. Ja, nur die Sitze, die war schon etwas abgenutzt. Da habe ich gedacht, bei einem 3 Jahre alten Flugzeug, das könnte doch eine richtig tolle neue Business Class sein. Da habe ich falsch gedacht. Aber das ist nicht wirklich schlimm. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Flug. Wenn dir mein Flug jetzt auch gefallen hat, drückt den Daumen hoch, abonniere meinen Kanal. Ich habe noch ganz, ganz viele andere Flight Reports in meinem Kanal. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.